So, Hallihallöchen, Hansen Peter hier. Willkommen zurück zu Let's Play Risen 3. Die Jungs versammeln sich beim Feuer. Die Jungs versammeln sind bereit sich beim fürs Feuer. Besäufnis. Alles klar, feiern wir mit ihnen. Ein letztes Mal. Und wir decken Bugs bösen Plan auf. Und? Schmeckt der Rum? Was soll das? Warum passiert nichts? Was soll denn passieren? Soll die besoffen sein? Das sind deine Kameraden, deine Freunde. Sie wollen mit dir trinken. Du hast mich verarscht. Das war kein Gift. Was, Gift? Gift? Wieso Gift? Er wollte uns Gift geben? Ihr solltet alle tot sein. Hörst du dir selbst noch zu? Niemand ist dein Feind. Komm zu dir. Nein, das ist nicht wahr. Sie weiß es. Sie hat mir gesagt, ich soll... Sie? Du hast sie doch nicht mal alle. Wer ist sie? Das verstehst du nicht. Mara. Nein, Verrat überall. Du bist an allem schuld. Sorry. Ich werde euch alle umbringen. So, jetzt reicht's. Ich prügel den fremden Einfluss aus dir raus. Dann komm her. Och, das war's mit friedlicher Lagerfeuerparty. Jetzt reicht's. Nein, Buß, nein! Oh, nein. Nein! Schlag doch zu! Er ist stark. Buß, willst du nicht der Held der Geschichte sein? Okay, jetzt gib danach. Zack! Oh, jetzt reicht's. Ich will dich looten. Es kommt zu dir. Komm. Oh mein Gott, wir haben Buß getötet. Oh, mein armer Schädel. So, Buß, alles okay? Was war das? Und? Wie geht's dir, Alter? Wie? Wo bin ich? Woran kannst du dich erinnern? Wir sind nach Kila gefahren mit Patty. Und dann... Dunkelheit. Was ist? Was ist passiert? Du warst ganz schön mies drauf. Aber der Rum zusammen mit den Schlägen hat dir offenbar gut getan. Oh, mein Sorry Kopf. Für die blutige Nase. Du solltest dich aufs Ohr hauen. Ist vielleicht das Beste. Ich überleg's mir. Okay, das war's. Was kannst du mir beibringen? Einschüchtern? Einfluss haben wir, glaube ich, nicht so hoch. Nee. Nee, nee. Also der ist normal, juckt aber irgendwie keinen. Warte, wer war der? Harry. Die Sache mit Buß hast du ja prächtig hinbekommen. Nicht der Rede wert. Genau. Und darum bist du genau der Richtige für einen weiteren Gefallen. Fuck. Seit wir hier vor Anker gegangen sind, gehen mir die Bräute, die Frauen der Eingeborenen, nicht mehr aus dem Kopf. Und da dachte ich mir so, Harry, dachte ich, dieser Neue, der kann dir da sicher unter die Arme greifen. Oh, toll. Wenn dir so viel daran liegt, kann ich mich ja mal nach einer Frau für dich umsehen. Echt? Klasse. Ja, aber jung und hübsch muss sie sein. Ansprüche hier. In deiner Situation wäre ich nicht so wählerisch. Naja, ich meine ja nur, weil... Ach, du wirst schon wissen, was du tust. Verbotene Früchte. tolle Questname. So. Ja, dann weiter Richtung Wasserquelle. Ja, jetzt dürfen wir den ganzen Weg nochmal laufen. Wir haben zu viele Teleportsteine irgendwie. Ah. Mach dir keine Sorgen um Buß. Das hat sich erledigt. Dann braucht Buß Sadex Hilfe nicht mehr? Ich denke nicht. Gut. Sadek freut sich, bald wieder richtige Planken unter Füßen spüren zu können. Dann komm in meine Crew, einfach so. Ich will dich in meiner Crew haben. Gut. Gucho hat ein Schiff? Fuck. Ich hab noch kein Schiff, nur eine Schaluppe. Dann wird Sadek warten, bis Gucho soweit ist. Komme wieder, wenn du ein großes Schiff hast. Dann wird Sadek anheuern. Scheiß Ansprüche, ey. Was willst du, Beif? Sie haben... Huch. Ah. Ja, lässt sich einrichten. Bist du jetzt völlig am Rad? Dein Plan, Unfrieden zu stiften, wird scheitern. Der ist schon aufgegangen, Mann. So wie Douglas gescheitert ist. Wer hat dir denn in die Suppe gespuckt? Geh mir aus den Augen. Du hast dir im Lager nichts verloren. Sehe, die Dunkelheit ist nah. Douglas wurde von ein paar Spinnen getötet. So? Und wer sagt mir, dass nicht du ihn getötet hast? Stimmt. Weil das überhaupt keinen Sinn machen würde? Und ob es Sinn machen würde? Verräter gibt's überall. Vielleicht waren wir's und wir wissen es einfach nicht mehr.
Kriegst du auch einen normalen Satz auf die Reihe? Normal? Was ist heute schon normal? Die Ungewissheit ist das einzig Normale an diesem Ort. Der große Schatten kommt uns holen. Ich habe ihn im Dschungel flüstern hören. Wenn du auch den Weg der Stimmen gehen willst, werde ich dich führen. Nee, danke, Mann. Kann es sein, dass du selbst Gespräche führst? Bist du blind? Du hast meinen Kameraden doch deutlich vor mir gesehen. Nö. Vor dir stand aber kein Schwein. Hör mal, Junge. Mach dich nicht über Henk lustig. Er kann auch ganz anders. Gut, wo Zeig mir, wo du deine Stimmen gehört hast. Ah, du willst erleichtert werden. Vielleicht wirst du dann endlich sehen, was ich sehe. Bleib mir auf den Fersen. Gut. Wir folgen dir. Hurra! Steck die Waffe weg. Oh, sorry, Buddy. Sorry. Entscheidung. So. Kann man dich jetzt hier einmal von hinten... Hier habe ich die Stimme zum ersten Mal gehört. Ein leises Flüstern war's, aber dennoch nicht zu überhören. Astralsicht. Ich höre nichts. Ich höre nichts. Du willst nur nicht hören? Das ist ein Unterschied. Was? Ach ja, was genau hörst du denn gerade? Naja, also wenn ich genau hinhöre, dann... Ach, bring mich nicht aus der Fassung. Jetzt lass uns weiter. Folge mir. Gut. Astralsicht? Aha. Sieht alles aus wie immer. Hier war es. Hier war was? Ein Geräusch, ein Knurren, nein. Ich weiß nicht mehr so genau. Wir haben eigentlich alles mittlerweile gekillt, was hier lebt, aber... Das war nur dein Magen. Sonst nichts. Nein, ganz bestimmt nicht. Aber... Ich habe wirklich schon lange nichts mehr gegessen. Dann ist was. Du siehst aus, als könntest du ein ganzes Schwein verdrücken. Gut, dann genehmige ich mir einen Bissen. Der hat einfach so eine scheiß Keule dabei. Lass uns weitergehen. Oh, toll. So, was hast du hier gehört? Wahrscheinlich Spinnen. Und hier ist mir ein geisterhaftes Wesen erschienen. Es sah fürchterlich aus. Ich konnte es nicht genau erkennen. Es hatte mehrere Beine und mehr als ein Augenpaar. Hm. Und es sprach mich direkt beim Namen an. Das Vieh ist gerade hinter dir. Alter, wir könnten ihm jetzt den Schock seines Lebens geben. Das, was du gesehen hast, war bestimmt kein Geist. Also reiß dich endlich zusammen. Ja, klingt nach Spinne. Oh verdammt, mein Kopf schmerzt so. Was ist nur los mit mir? Aber das mit dem Namen, bring einen das ist... Schluck rum. Das hilft immer. Na gut, wenn du meinst. So, ja. Machen wir noch hier betrunken. Das belebt den Geist. Als wenn sich ein Schleier lüftet. Hab das Gefühl, als müsste ich mich bei dir bedanken. Schon okay. Geh zurück zum Lager. Danke dir, Mann. Bitte. Oh, Silberzunge 70. Haben wir was wir kurz mit Silberzunge hochmachen können? Nee. Das Amulett. Nein, einschüchtern. Ja! Haha! Der klare Schädel ist dir doch sicher etwas wert. Oha! Da hat der alte Hawkins glatt vergessen, dich zu entlohnen. Mhm. Gut erkannt. Ja, ich brauche das lumpige Gold eh nicht. Also nimm es, bevor ich es mir anders überlege. Vielen Dank. Oh, schön. Noch kurz umrüsten, dass wir das nicht vergessen. So, dann jetzt, da du wieder normal bist. An was erinnerst du dich? Kannst du dich erinnern? Mir kommen nur Spinnen in den Kopf. Ich denke, ich werde erst ein paar rum brauchen. Bevor die Erinnerungen klarer werden. Ich glaube kaum, dass das funktionieren wird. Ach, und wenn schon. Weder die Vergangenheit noch die Zukunft ist wichtig. Lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter. Carpe diem. Schöner Satz. Ja, wir dürfen zurück zur Wasserquelle latschen. Und dazu nehmen wir einfach die Abkürzung durch die Spinnenhöhle.
Es war irgendwo rechts, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Doch. Warte. Kommt da nochmal was raus? Nee. Ist schon geschlüpft. Boah, und wie die Menschen hier hängen. Das bemerke ich erst jetzt, dass sie hier so mit Faden eingewoben wurden und von der Decke hängen. Nice. So, dann auf zur Wasserquelle. Borbor braucht unsere Hilfe. Hui. Bei uns kommt Shit? Ja. Oh, es ist schon wieder dunkel. Mensch, kann ich gleich nochmal schlafen gehen? Und die eine Tuss an der Wasserquelle können wir auch gleich fragen, ob sie die Freundin von Harry werden will. Hui. Ach komm, looten wir sie doch aus. Zack. Das sind wertvolle 5 Gold pro Monster oder so. Ich höre Äffchen. So, Mädel, willst du hier verbotene Frucht von Harry sein? Oh. Nee? Gehen wir. Dies ist Wasserstelle der Kieler. Bobo muss machen Pause. Gut, dann geh jetzt kurz kotzen und... Nein, komm. Quatsch nicht, lass uns weitergehen. Bobo will nicht mehr laufen. Aber gut, sag Bobo einfach Bescheid, wenn du weiter möchtest. Ich glaube, der Typ pennt uns gleich im Stehen ein. Du weißt ja, ein Arschtritt kann manchmal Wunder wirken. Zu viel Palaver und zu wenig Schlaf. Bobo liebt Pausen. Nein, komm. Wie ist es bei euch im Lager? Wir gehen weiter. Leben bei uns Kieler ist einfach. Wir haben unsere Muleke, die sich kümmern um Sammeln von Pflanzen. Die Tonka beschützen uns vor Gutschuss, wie dir. Danke. Und unsere Tufas jagen das Fleisch zum Essen. Dann... Komm. Na gut, auch wenn Bobos Füße nicht mehr wollen. Du jammerst ganz schön viel. Schon gut. Bobo hält seinen Mund. Gehen wir. Alter, was glaubst du, wie viel wir rumlatschen, ja? Da ist dein kleiner Spaziergang hier echt lächerlich. Ja, und die ganze Zeit, als wir weg waren, hättest du dich auch hinhocken können, Mensch. Der weint mir zu viel. So. Nochmal kurz auf der Karte. Ich brauche echt ein Teleportding. Wir haben zu viele Steine. Hier ist das Dorf der Eingeborenen. Hier können wir nicht durch. Und wir haben jetzt noch das Gebiet zu erkunden. Also, go. Komm mit mir, Gucho. Und hier sind Rammer. Und zack, zack. Aufs Maul. Ruhm. Du willst da lang, dann will ich da lang. Da ist noch einen zweiten. Von den fetten Brocken hier. Und von hinten. Kein Crit, schade. Au. Er hat einfach sofort angegriffen. Als er noch im Block war. Nein, nicht runterfallen. Ich will deinen Loot. Jetzt darfst du runter. Ah, will er nicht mehr. Gut. Wir folgen dir, Bobo. Komm, lauf. Ja, nimm die straight Abkürzung. Ist okay. Hier sind Schädel. Schön. Und ein Scharfauge. Oh, ich kann kurz die Dings-Quest anwählen. Dann weiß ich zumindest, wo sie auf der Karte ist. Oh, friss mich nicht. Was? Du hast Angst vor schlafenden Gegnern. Krass. Alter, ist das eine Flasche? Ist das eine Lusche? So. Oh, friss mich nicht. Eingeborene aber Angst vor den eingeborenen Tieren haben. Ja, ja. So, da ist noch einer. Eine Leiche. Komm mit mir, Gucho. Ja, ich komm doch. Bobo, müde. Jetzt komm, heul nicht. Gut, wir locken ein paar Monster auf dich. Dann stehst du ganz schnell wieder auf. Feuervögel, komm, wacht mal auf. Komm mit. Komm mit, komm mit, komm mit. Ja, hier. Friss den. Guck mal hier, Abendessen. Ach, schade. Ich dachte echt, er reagiert jetzt. Doch, er steht. Ah! Es klappt.
Wie? Was? Bobor kann nicht mehr. Du, Bobor, tragen. Lass uns weitergehen. Lass uns weitergehen. Gucho ist gemein. Wir aber bald da in Lage der Killer. Bobor, ein starker Tufa. Ich werde es schaffen. Gucho ist gemein. Seele minus 20. Ach. Bobor, du Vogel. So, und hier oben ist irgendwo die Pflanze, Blume, zusammen, die wir sammeln müssen. Aber ich würde sagen, hier ist eine gute Stelle, um den Part zu beenden. Guck mal, wir sind schon fast am Lager, nur noch hier hoch. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hans-Peter. Ciao.